So, wohin jetzt? Ich gehe jetzt noch ganz kurz hier vorne rein, weil hier ist ein berühmt-berüchtigter SVD-Spawn. Aha. Oh, warum habe ich die denn eigentlich noch da? SVD-Spawn. Ja, das ist eine Sniper. Ah. Und ich habe hier zwar noch nie eine gefunden, aber schon oft von gehört, dass hier angeblich welche spawnen. Ist eine Desert Eagle Ammo? Also von zwei, drei Freunden habe ich schon gehört, dass sie eine gefunden haben. Ich war sogar schon mal dabei, aber ich habe sie nicht bekommen. Ja, dann war es jetzt wohl hier nichts. Ich habe nur einen Desert Eagle Clip gefunden. Ja. Wenn wir Ne, eine hier Desert ist Eagle nichts finden mehr. sollten, dann habe ich schon mal ein Magazin. Ja. Ja, das passt ja dann schon mal ganz gut. Ja. Also, was würdest du jetzt am liebsten machen? Waffen oder Waffen? Waffen. Okay, dann nehmen wir jetzt hier zuerst die Waffen und gehen zur Polizeistation. Genau. Wir Okay. können natürlich auch Waffen machen, ne? Ja, Könnte man natürlich auch. Waffen machen wir dann später. Waffen gibt es dann hier Okay. oben auf der Brücke. Aber Also machen wir jetzt. erst Waffen und danach Oh, Waffen. hier, das Auto habe ich gar nicht gesehen. Siehst du das Auto hier vor dir? Ne, das ist so dunkel. Sag mal, haben die das dunkler gemacht? Ei, das ist ja gar nicht. Nee, das ist kein Auto, das ist eine Kiste. Eine Kiste hier. Eine Kiste? Das geht gar nicht. Oh, hier liegt eine Waffe. Nicht Ey, du hast erprachtlich. aber auch immer Glück. Ja. Was ist denn jetzt für eine Waffe? Eine Krugerpistole. Aha. Auch gerade nur so gesehen. Hier ist aber echt arschdunkel. Genau da vor mir steht ein Zombie, aber hier auf keinen Fall schießen. Also hier habe ich nicht vor zu schießen. Nee, 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 auf Hier kommen keinen dann Fall. wirklich aus jeder Richtung Zombies. Alter, das ist so dunkel, als wenn hier die Einstellungen wieder zurückgesetzt worden sind hier. Ach, ich habe es schon höher gestellt, aber Also, es ich ist hatte wirklich das so mal höher dunkel. gestellt, aber davon merke ich hier nichts. Also, du Ah, dann sagst, nehme ich du mir hast wieder auch mal die Waffe. höher und trotzdem siehst du genauso wenig. Ja, ich sehe wirklich genauso wenig. Also gerade den Holzklotzen habe ich auch nicht gesehen eben. Ist ja Wahnsinn. Ein SMG-Magazin, das ist aber auch hier selten vertreten. Das ist dann aber echt ein bisschen verschlimmbessert worden, ne? Ja, allerdings. Und das ist ein Verband, sehe ich so. Oh, die Dosendemo nehme ich mir mal direkt. Hier. Ey, ey, die wollte ich haben. Ja, auf jeden Fall. Das ist ja krass hier. Was war das denn? So, es liegt hier eine G36 rum. Ja, warte, 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 warte. Uiuiui. Kleine mehr, warte, 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 warte. Ich habe aber zuerst gesehen. So. Gut, dann nehme ich mir jetzt wieder die Zombies. Stelle erstmal wieder auf Hammer um, damit wir hier ein bisschen lautlos sind. Aber dass dann der G36 auf einmal liegt, ich habe die direkt am Anfang gar nicht gesehen. Ja, Ich schon, meine, schon nicht schlecht. ich habe mir die Pistole genommen, die da eben lag. Dann kriegst du die Halt, 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 G36 halt! hinter dir, und dann nehme ich mir jetzt gleich eine Waffe auf der Brücke. So, gehen wir hier die Brücke Hinter steil dir hoch, müsste ein ne? Zombie sein irgendwo, und hinter mir, davor. Neben dir, neben dir, neben dir. Ja, Warte, der. warte, 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 der Reut. Jetzt, warte. Okay. Hier kommt noch, hinten kommt noch einer. Den Na, höre ich jetzt nicht. geht's. Jetzt geht's. Okay. Guck mal, eben ist hinter mir einer? Nee. Sehe ich jetzt gerade so nicht. Was sind hier denn alle? Ach, hier sind Ach ja, die wir. Barrikaden hier oben sind übrigens auch wieder alle von mir. Auch nicht schlecht. Ja. Hast du dich so richtig verbarrikadiert hier? Ja, hier habe ich sogar eigentlich normalerweise, also ich habe hier einen Charakter sogar stehen, direkt auf der Brücke. Zum Looten. VW XYZ. Noch mehr U. Soll ich noch ein L hinzufügen? Ja. Okay, dann füge ich gleich noch ein L hinzu. Weißt du, was ich gerade hier alles gefunden habe? Erzähl. Okay, ich gebe dir jetzt ein Spiel. Du sagst jetzt eine Zahl zwischen 1 und 3. Nein, nehmen wir 1 und 4. Und ich bin jetzt wirklich ehrlich. Sag 1 oder 4. Also eine Zahl von 1 bis 4. 3. 3. Um es fair zu machen, sag noch eine Zahl zwischen 1 und 3. 1. 1. Cool. Jetzt muss ich nur gucken vom Inventar her. Ich glaube, die Taschenlampe schmeiße ich mal weg. Ja, und ich gucke da hinten auf der Brücke, da laufe ich dann mal hin. Da müsste nämlich noch eine M16 liegen, so wie ich es gerade gesehen habe. Da laufe ich dann mal wieder hin.
Und du hast mir perfekt die Scar gelassen. Die wollte ich eigentlich haben. Aber du hast, ich bin jetzt wirklich ehrlich, du hast perfekt drumherum getippt. Vier wäre noch meine Pistole gewesen. Und du hast jetzt gerade perfekt um die Scar herum getippt. Ja, wir spielen hier absolut ehrlich und absolut fair play. Ja, wenn ich jetzt aufnehmen würde, so würdest du ja sogar richtig in meiner Spaß. Aufnahme sehen. Ja, und nur so macht's auch richtig Spaß. Ja. Möchtest so du muss denn noch eine leere M16 haben? Oder? Ich glaube, ich kann die nicht aufnehmen mehr. Ich bin dann ein bisschen voll hier schon. Okay, dann wollen wir die hier mal ganz dezent wegwerfen. Für alle Leute, ja, die sich jetzt aufregen, ich kann's einfach. Ja, was ist denn besser? Ja, ich habe ja jetzt hier die P90 und die G36. Ach ja, du hast ja noch die G36. Also die P90 hat viel Schuss, die kann man gut auf Zombies verwenden. Wenn die war voll, glaube ich sogar. Ja. Komm jetzt nicht aufs Auto drauf. Die G36 macht Schaden. Da war sehr unpräzise, finde ich. Und die Evo 3, die macht moderaten Schaden und hat ein bisschen Rückstoß. Gut. So, ich habe jetzt gerade erstmal eine. Ich habe jetzt gerade erstmal eine Limo getrunken. Denn hier die Jericho leer, die ist ja brandneu. Warum schmeißt du denn eine brandneue Waffe weg? Geht ja so. Ich bin voll. So, dann habe ich mir jetzt das Magazin rausgenommen. Und wenn ich jetzt hier Leute beschweren, dann sage ich auch einfach, ich kann's. Ja, richtig. Ach, hier. Oh. Freut mich ja hier schon wieder. Machen wir doch gleich mal weiter. Okay, wohin geht's denn als nächstes? Nein, Moment. Ja. Ach, hast du Barrikade hingesetzt wieder? Ja, gleich, weil es ist hier voll, dann kommt hier keiner mehr hoch. Das ist meine Brücke. Aber ich frage mich dann auch wieder, wie komme ich hier hoch? Ja. Hm. Die Frage kannst du hinterher stellen. Ach, ich nehme eine Waffe mit und schieße eine Barrikade in dir und stelle wieder eine hin. Ja, oder so. So machen wir das. So, pass auf, ich guck mal auf die Karte. Ja, was machen wir denn als nächstes? Ich sehe hier gerade so das wunderschöne rote Haus, dieses riesige Teil. Und das spricht mich gerade so an, so, komm her. Ich höre es auch, ich höre es auch. Flüstert mit uns. Jetzt, wo du es sagst. Und manchmal kommt dann noch so ein dazwischen. Weiß nicht, ob das das Haus ist, aber es hört sich nicht so an. Alter, ach so, hier den habe ich hier gar nicht gesehen im Dunkeln. Ach so, ich habe ihn gehört und dann auch gesehen. Ich gehe hier auf den anderen. Und da kommt direkt der nächste hoch, den mache ich auch mal. Alter, das ist aber Schofel gewesen. Ich hab's nicht sehen können im Dunkeln. Jetzt. Also man kann sagen, wir spielen hier unter realistischen Bedingungen. Ja. Wo bist du? Direkt vor dir. Ah, gut. Alter, man sieht sich gar nicht. Jetzt mal ein paar Millimeter vor. Stopp. Ich nehme den hinteren. Oder mal sehen. Pass auf, ich hau mal da mit drauf. Oh, dann nimm du den. Ich hab sogar regelt, ohne geschlagen zu werden. Ich habe jetzt hier noch einen kleinen Tipp für dich. Ich glaube, funktioniert hier aber nicht. Schade. Weil normalerweise kann man sich irgendwo draufstellen und die Zombies erwischen einen einfach nicht mehr. Ja, stimmt. War das nicht auch bei Autos so gewesen? Ja, kann ich auch einfach auf Auto stellen. Meine ich doch. So, hier kommt einer angerannt. So, du musst ein bisschen nach rechts eindrehen. Ich glaube, der hat sich gerade geschlagen, habe ich gesehen. Ja, hat er auch. Müsste ein bisschen nach rechts einlenken. Dann hier wieder zum Haus. In die Richtung. Scheiße, ich muss erstmal was nehmen hier. So, brauchst du ein SMG-Magazin? Ja, gib mal her. Hinter dir. Oh, danke. Bitte. Ich bin ein Genie, muss ich wirklich zugeben. Lauf. Ah, das macht er natürlich wirklich gut. Hier, zu mir auf die Barrikade. Ei, komm mal, hier hinter zu mir. Ach du Scheiße. Ich glaube, das war unser Todesurteil. Nee, auf die Barrikade hier drauf. Komm, zurück. Alter, ich komme da nicht hoch so schnell. Jetzt. Doch, jetzt. Stehen wir hier oben. Alter. Ui, das habe ich ja echt super geregelt. Das hast du super hingekriegt. Ja, ich droppe dir hier erstmal was zum Heilen. Das füllt ja so ein bisschen Heilung auf. Und ich regle hier so lange das Problem mit den Zombies. Wie viel Leben hast du denn noch? Fast nichts mehr. Dieser scheiß Cooldown, den sie eingeführt haben. Warte, ich muss gerade die Schmerzmittel nehmen, dass ich das gleich einsetzen kann. Das war echt genial von mir. Ich wusste nicht, dass ich die Waffe in der Hand hatte. Scheiße. Nehmen wir was zum Heilen? Also ja, ich Getränk, muss das eben, kannst du sogar zwischendurch mal einwerfen. Ich muss, ich habe keinen Platz frei. Ich muss hier gerade eben warten mit diesem scheiß Cooldown. Okay, sonst drop ich mir noch was, dann wende ich das einfach auf dich an. Dann geht es doppelt so schnell. Ja, oder kannst du den hier auf mich anwenden?
Ja. Den Electro-Aid? Nee, das geht nicht. Das ist ein Getränk. Das musst du trinken. Ah, so. Warte. Andere? Warte. Kommt gleich alles. So, jetzt habe ich nämlich frei. So, jetzt nehme ich den. Aber dieser scheiß Cooldown, ey, der ist wirklich... Was sie sich dabei gedacht haben. Ach, das war nur wegen den ganzen Mad-Makros. Also, dass die Leute einfach eine Taste auf ihrer Tastatur programmiert haben, haben sie einmal draufgeklickt und waren komplett wieder voll geheilt. Ja. Das ist ja nicht im Sinne von Survival. Boah. So, ich bin soweit wieder einsatzfähig, glaube ich. Okay, wie sieht's denn bei dir mit Leben so aus? Da kommt noch einer angelaufen, von da hinten. Ich bin etwas unter den Schultern. Ach, das geht ja noch. Alter, und? Aber gerade habe ich gedacht, das wäre es gewesen. Ne? Die haben mich alle angegriffen und ich konnte hier so schnell nicht auf die Barrikaden draufgehen, ne? Weil die ja alle direkt an mich dran waren. War auch nicht ganz bedacht von mir. Oh. Aber ich habe es nicht mitbekommen, dass ich die Waffe in der Hand hatte. Ja, so, wir können mal jetzt... Also ich bin auf Nahkampf, ne? Okay, ist ja, mir ich nehme jetzt hier auch das taktische Messer in die Hand. Nicht, dass mir sowas hier nochmal passiert. Ja, eben. Ui, das war Alter, echt knapp. Alter, ist das dunkel. Und der Zombie hinter mir hat auch keine Geräusche gemacht. Hier kommt gerade schon wieder ein Freund. Oh, da kommt auch schon wieder was. So, bei dir ist das. Wir sollten am besten nicht so weit auseinander gehen, dass wir uns notfalls helfen können. Ja, dann kommst du mal am besten zu mir. Ich warte hier so lange. Der Zombie ist ja jetzt auch bei dir tot. So. Würdest du Zombies eigentlich als Lebewesen bezeichnen? Ja. Ja, doch, würde ich schon machen. Ein gewisses Leben ist ja noch drin. Sonst wird ja nichts passieren bei denen. Ja, Lebewesen oder Mensch? Nee, Lebewesen. Lebewesen. Also auch legitim, die zu töten. Ach, oh, bei dir kommt gerade Zeug an. Dann lauf mal einen Schritt nach hinten. Das wäre sehr nett. Das ist gerade eine Parkbank. Kommst du mit den beiden noch klar? Dann nehme ich Alter, hier kommt noch... Alter. Jetzt aber. Jetzt ist aber auch genug hier. Alter, das dauert. Ich ziehe doch schon immer auf den Kopf. Ah, Zombies halten hier aber auch ordentlich aus. Boah, das hab ich gemerkt, ey. Alter, ich hab nur noch bis zu den Knien. Ui, dann lass mich mal hier vorgehen. Dann hast du noch was zum Heilen? Nee, nix mehr. Bin komplett Scheiße. Leer. Scheiße. Also, so einen kleinen Scheißverband habe ich hier, der bringt ja nix. Oh, warte, ich laufe wieder zurück. Ich laufe jetzt schon wieder so ein bisschen vor. Ja, dann das hier ist im roten Haus können wir auf jeden Fall finden, wenn du bei mir bleibst. Ganz so gut. Alter, ich muss gucken, wenn ich jetzt einen Schlag abkriege, ne, bin ich hops, ne? Oh, das ist natürlich schlecht. Dann so, bleiben wir mal also ganz dicht beieinander. Ja, so, das würde ich aber auch sagen. Warte, ja. Schulter an Schulter, auf drei laufen wir los, auf drei. 1, 2, 3. Okay. Und jetzt bleiben wir hier Schulter an Schulter. Alter Falter, ein Schlag und ich bin hops. Okay, jetzt gehst du einen Schritt weg von mir, weil ich gehe immer auf den Zombie direkt vor uns. Ja. Wenn ich das dich dann haue. Dann ist nämlich wirklich aus. Dass das so dunkel ist. Hier vorne ist direkt auch noch einer. Warte, Pause. Okay, weiter. Und links? Oh ja, von dir? Den sehe ich. Okay. Gehen wir hier mal. Nähern wir uns langsam dem Haus. Ja. Jetzt gehen wir durch die Türe. Kommentier jetzt alles, was wir machen. Gehen wir hier in dem Raum. Hier liegt ja eine Zuckerstange. Möchtest du daran lecken? Ach nee, das ist zu süß. Ach so. Ich habe hier Schmerzmittel. Ach, das ist perfekt. Kann ich ja sofort nehmen. Ja, super. Guck jetzt hier auch mal. Jetzt bist du wenigstens nicht bei einem Schlag, hops. Oder bei zwei. Eben. So, wenn du irgendwas wegen Heilung findest, ne, ja, sag sofort Bescheid. Ich habe ja im Moment noch voll, was mich irgendwie wundert, dass ich das eben so komplett überlebt habe. Okay, oh, da kommt einer runter, da kommt ja, einer runter. Das schon. Okay. Ui, voll mein Bauch. Oh, hier liegt eine Schrotflinte, wenn du die haben möchtest. Obwohl, du bist ja voll. Nicht. Dann nehme ich die. Ich bin voll, ja. Ich habe jetzt hier mal noch 4 Plätze frei und 5 Kilo. Also ich nehme ja nicht alles mit, was wir finden. Ja. Eins, was ich jetzt dabei habe, ist Munition und Waffen. Ja. Hat sich bei mir irgendwie so eingewöhnt. Nichts mitnehmen außer Munition und Waffen, außer man hat einen militärischen Rucksack. Es kommt gerade hier ein Zombie irgendwo. Ja, ich hau hier gerade einem auf den Kopf drauf. Okay, den hab ich hab's gehört. Oh, hier liegt jetzt Golfschläger. Noch eine Waffe. Da ist noch eine Krüger Instantarfarbrei.
Krüger. Ja, aber ich habe keinen Platz mehr. Das ist schrecklich. Was hast du nur alles dabei? Taktisches Messer. Was ist denn besser? Hammer oder Taktisches Messer? Das ist gleich gut. Oh, dann bleib ich beim Hammer. Besser klarkommen. Und dann bleib ich beim Hammer. Oh, hier ist ein Energy Drink für dich. Der füllt natürlich auch Leben auf. Den gebe ich dir dann auch direkt mal. Der füllt mehr auf als eine Bandage. Das ist das Gute. Warte, den lege ich dann die mal hier hin. Ja. Aber nicht zu schnell. Bei Energy Drinks muss man immer so ein bisschen aufpassen. Ja. Nicht, dass du hier gleich kollabierst. Warte mal, da nehme ich mir mal eben. Ui. Du stehst ja gerade neben mir. Da hat's mich aber gerade rausgeworfen. Rausgeworfen? Ja. Bist du aus dem Haus raus? Nee, mich hat's rausgeworfen vom Server. Ach. Dann komme ich mal ganz schnell wieder rein. Ja, würde ich auch sagen. Komm mal ganz schnell wieder rein. Sonst hätten jetzt alle hier das Passwort gesehen, auch wenn es Sternchen sind. Nö, also ich bin schon wieder voll hier, ey. Nee, dann muss ich jetzt hier gerade mal connecten. Bitte auf nichts hauen, was die vor dir steht gleich. Nein. Wäre sehr freundlich. Haarfarbe rein. Sonst hau ich zurück. Ab jetzt wird zurückgehauen. Ja.